Herzlich willkommen zurück. Am Sonntag grüßt der Schrecken. Wir sind immer noch bei How to Survive und haben unseren Kumpel hier gefunden, haben schon eine Waffe gebaut, mehr oder weniger eine Waffe gebaut. Und müssen jetzt, wir zünden das jetzt erstmal an, wir müssen eigentlich schießen. Sind wir nicht auch noch dahin gelaufen in der letzten Folge? Das war doch hier irgendwo, oder? Also ich habe ein bisschen die Steuerung vergessen. Hier ist doch unser Kovac. Genau, das war Kovac. The third most important danger is fatigue. Exhaustion will kill you. It'll cause you to make mistakes. If you don't rest when your body needs it, you won't be able to function. Running when exhausted? Almost impossible. Of course, you can't sleep if you are not tired. I see it like this. When it comes to surviving, your body is the boss. Oh, one thing. As I said in my book, you cannot sleep just anywhere. By now, you should have figured out that it's too dangerous. To sleep safely, you need to find one of my secure shacks. Chances are, you will have to clean up before you rest. They are usually overrun by scum. There is a secure shack on the east of the island. Your task is this. Find it, clear it out, then take a nap. Of course, you will need ammunition. Alles klar. Säubere die sichere Hütte und mache ein Schläfchen. Jetzt habe ich natürlich... Ah, jetzt zeigt er uns auch an, dass wir müde sind. Und... Ich weiß nicht, merkt man das? Oder habe ich mir jetzt was am Auge? Dass das gerade so ein bisschen verschwommen war. Moment. Genau, das war Waffe wechseln. Im Osten. Hier. Aha, das war Rennen. Wow, das war geil. Schön weggeschossen. Moment, das war doch noch nicht alles, oder? Bratz. Boah, das war knapp, alles klar. Nachladen. Schön weggeschnetzelt. Jetzt machen wir erstmal Feuerchen an. Naja, das ist diese Hütte, die geklärt ist. Aber wir schießen erstmal alles nieder jetzt. Mit einer Waffe fühle ich mich auch gleich viel besser. Boah, die ist echt gut. Die brauche ich. Hoffentlich kann ich die auch behalten. Munition, Helm, bisschen Stoff. Nochmal Stoff. Da ist noch mehr. Ich weiß gar nicht, ob wir alles klären müssen. Klassische Pfeile, alles klar. Oh. Ach so, jetzt können wir klassische Pfeile bauen. Wir brauchen nur Vogelfedern und ein Pfeil, alles klar. Ja, möchte ich jetzt aber gerade nicht bauen, weil wir müssen schlafen. 18%, da wird Zeit, dass wir irgendwie jetzt da reingehen. Aber, nee, wir können das auch noch. Da haben wir noch ein bisschen Zeug. Ach so, das ist unser Bogen und das ist unsere Waffe. Wo habe ich denn meine anderen Sachen? Da habe ich die hier nicht. Ja gut, wir haben jetzt erstmal, jetzt gucken wir nochmal hier in Kovac Rules rein. In das mega coole Buch. Was er uns noch zu sagen hat. Chapter 9. Resting. If you wish to have a chance at defeating the zombies, you have to take care of your body's basic needs. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about resting. To survive day after day, it's imperative to rest. You should not sleep by day and night, but when fatigue is felt. The more you are tired, the more your stamina decreases.
You must sleep to replenish your vitality. But you cannot sleep anywhere. It's too dangerous. You must find a safe place where you can rest easy. There are many secure shacks you can sleep in safely, but they will need to be cleaned out before you can rest. Ja, das haben wir ja schon. Wir haben ja auch auf der anderen Insel da schon was gefunden. So eine sichere Hütte wie hier. Das machen wir erstmal sauber. Hallo? Jetzt muss der auch noch nachladen, ey. Ich glaub's ja kaum. Moment. Moment, Moment, Moment. So. Hallo Leute, wie viele... Boah. Wie viele Zombies sind denn noch da? Boah, hier haben wir aber ein bisschen was einzusammeln. Ah, jetzt ist es clear. Ja, noch mehr. Moment, hier war noch irgendwo Munition. Da. Da auch. Da auch. Ja, wunderbar, wunderbar. Hier, hier. Das nehmen wir alles schön mit. Ist hier das Bett. Da kann man schlafen. Das ist sehr schön. Dann. Achso, die Tür schließen. Moment. Speichern. Ich will nicht speichern, du Nasenbär. Hm. Leere Flaschen mitnehmen. Schließen. Ah, okay. Und jetzt schlafen. Ah. So, Sonne ist aufgegangen. Wunderbar. Wir sind wieder fit. So, jetzt gehen wir zurück zu Kovac, glaube ich. Was haben wir denn hier noch? Ist uns jetzt erstmal egal. Wo ist Kovac? Da ist er ja. So, erledigt das Schlafen. Perfekt. Ha, you look younger. The miracle of sleep. Fascinating. Ja, Glückwunsch. Und Levelaufstieg. Moment, wie war das jetzt mit dem Levelaufstieg nochmal? Hier, nicht wahr? Hier haben wir einen Punkt. Wir können jetzt... Glück 2, bessere Chance, ohne genau zu zielen, einen Kopfschuss zu landen. Schnelle Hand erhöht die Nachladegeschwindigkeit bei allen Waffen. Das ist natürlich auch schon mal ziemlich gut. Was haben wir dann hier? Daryl-Stil. Selbstgebaute Armbrust herzustellen. Fähigkeit, Brandpfeile zu schießen. Fliegende Bomben. Explosionspfeile. Letzter Jäger. Das ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ich würde eher mal das hier nehmen, diesmal. So hält die Nahrung länger an. So, Kovac, was hast du noch zu sagen? Your training is complete. For now. But I need my shotgun back. Sorry, but this stuff is mine, not yours. You must find your own. In exchange, toll. I'll give you a special gift. Ah. Achso, ich muss ihm jetzt die Waffe geben. Thank you. As promised, here is your special gift. The first piece of your first handmade gun. Feel free to search around my dumpsters for the parts you'll need to complete your gun. You will find the blueprint of the gun and a compressor close to my trailer, parked at the hilltop of the camp. It's up to you how you customize it, though. Einen Harpunengriff haben wir schon mal bekommen. Ein Teil für die Waffe müssen wir nochmal mit dem reden. Once you're armed, you should return back to your friend. Or you can stay here and explore my island if you want. The offer is always there.
You may meet some of my loyal friends, the monkeys. They are often found around here. Be good to them, they will be good to you. Hey, it's up to you. No pressure. Please, don't hesitate to come back to see me. I like helping you. Good luck, Survivor. Alles klar, zu Ramon zurückkehren, aber wir können auch trotzdem weiter hier auf der Insel noch gucken. Ich hätte gerne... Meine Axt hätte ich gerne, genau. Und dann möchte ich mich hier ein bisschen umschauen. Hau ab. Ich hack mich erstmal hier durch, wa? So viele Soldatenhelme. Ich weiß gar nicht, was ich damit soll. Überhaupt ist mein Inventar ja ziemlich voll. 10 Helme. Okay, die zählen immer nur als 1. Na gut, einen Platz haben wir noch. Ich möchte gerne hier noch gucken, ob hier nicht irgendwas ist. Da schon mal nicht. Was ist das hier? Feuerstücke sind auch gut. Was haben wir hier? Ah ja, komm, den Ast will ich jetzt nicht haben. Hier hat er anscheinend Schießtraining gemacht. Aber... Oh, eine Heilpflanze. Oh ja, jetzt ist mein Inventar voll. Tolle Sache. Ja, da können wir uns mal umschauen bei seinem Wohnwagen. Vielleicht finden wir noch was. Und wir haben Hunger. Wenn das nichts ist. Hast du noch irgendwas zu sagen? Still here. Your friend must be getting worried about you. Naja, nichts Wichtiges. Wir müssten mal was futtern. Wäre, glaube ich, nicht so schlecht, wenn wir was zu beißen kriegen, oder? Oh, was haben wir hier? Handkompressor. Nein, den können wir nicht mehr aufnehmen. Ich muss jetzt irgendwas muss ich wegschmeißen. Irgendwas, den Umschlag, nein. Tierhaut. Zusammenfügen mit... Mit was, mit das. Und schon haben wir einen Affenbeutel. Ein hübsch gemachter und modischer Lederbeutel. Aber wen interessiert das schon? Ja, mich. Da können wir noch nichts mitmachen. Da auch nicht. Moment, jetzt können wir aber das aufnehmen. Und das können wir jetzt sehr wohl zusammenfügen. Aber da fehlt immer noch was. Unfertige, halbautomatische Waffe. Schade. Essen und Trinken ist natürlich wichtig. Können wir hier irgendwas essen? Wir haben hier noch Fleisch. Gekochtes. Das ist natürlich super. Da auch gekochtes Fleisch. Wir essen erstmal davon eins. Das ist ganz gut. Zusammenfügen. Zusammenfügen. Zack. Schön Pfeile rausgebaut. Haben wir noch hier. Das können wir hiermit zusammenfügen. So, dann haben wir ein paar Heilkräuter gedöns. Trinken wäre natürlich super. Haben wir nur zweimal. Einmal Benzin. Okay, dann gehen wir... Ah ne, wir sind noch nicht fertig. Gibt es hier vielleicht noch was? Kurzes Rohr. Ich wette, dass wir dieses kurze Rohr auch damit verbinden können. Unfertige Pistole. Schade, ist immer noch nicht... Immer noch nicht fertig. Wir müssen noch... Ein Teil, glaube ich, fehlt uns noch, um die Pistole fertigzustellen. Und das wäre gut. Ja, Munition ist jetzt nicht das, was ich brauche. Ist sicher, brauche ich das auch, aber...
Nicht jetzt direkt. Verdammte Axt, was brauche ich denn noch? Wo haben wir denn die Baupläne? Wo kann ich denn die Baupläne sehen? Hä? Ach so, den Helm, okay. Moment. Nee. Nö. Was hier? Ich muss doch irgendwo die Baupläne aufrufen können. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Vielleicht geht's auch ohne Bauplan. Vielleicht finde ich ja hier irgendwas. Irgendwas, was ich gebrauchen kann. Nee, ich glaube eher nicht. Ey, Mist. Schusswaffe, Schlagwaffe, die Waffen wechseln. Dann Ziele verfolgen, Fähigkeitspunkte. Und den Krempel. Überlebenshandbuch. Ha. Waffen hier. Ja, hier gibt. Ah, ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Pistole, selbstgebaute. Schnellfeuergewehr. Nee, das ist das Gewehr. Das brauche ich nicht. Ich brauche die Pistole. Ja, sag einmal. Wo ist denn. Ah, hier. Schnellfeuerwaffe. Nein, Schnellfeuergewehr. Quatsch, das brauche ich nicht. Das habe ich ja schon gebaut. Das funktioniert ja nicht. Hat der mir nicht dieses... Nee, anscheinend nicht. Ja, dann weiß ich leider nicht, was mir fehlt und wo ich es finde. Das ist schade. Munition auf jeden Fall, das ist immer wichtig, aber... Hier ist noch eine leere Flasche. Kann man aber hier nicht voll machen anscheinend. Whatever. Wir hauen jetzt ab wieder hier zu unserem Kumpel. Ihr solltet die Insel nicht ohne eine Waffe verlassen. Was? Suche was? Wohnwagen, er sagte dorthin. Ach so, wir müssen also doch... Wir müssen also doch hier weitermachen. Ja, aber sein Wohnwagen, ey. Ich weiß doch nicht, wo sein bescheuerter Wohnwagen ist. Also war das ganz richtig hier mit dem Suchen. Noch eine leere Flasche, kann man die noch so mitnehmen? Na, dann ist gut. Ich weiß jetzt nicht, was die 49 ist. Du es, ja. Toll. Schön, dass du es hast. Ah. LKW-Reifen, warum nicht? Nehmen wir den mal mit. Den werden wir aber nicht für... Und so. Oh, was ist da denn los? Da ist ja noch eine. Kurzes Rohr, ja. Selbstgebaute Pistole. Da ist es doch, was ich machen muss. Das, das, das. Okay. Dann nehmen wir mal ein bisschen Munition mit. Wo war es? Das hier. Zusammenfügen. Jawohl. Und da haben wir unsere Waffe. Wenn das nichts Feines ist, gibt's hier noch irgendwas Nützliches? Werkzeug auf jeden Fall, das nehmen wir mit. Handkompressor, die Sachen haben wir ja eigentlich schon gefunden, alle. Exotische Früchte. Jetzt ist wieder alles voll, ey. Scheiße, unser Inventar, ey. Das schmeißen wir weg.
Dekor-Dinger nehmen wir mit. Da rein können wir auch nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Waffe gebaut. Aber... Ah ne, wir sind nicht müde, wir sind durstig. Einmal können wir ja ruhig was trinken. Trink mal was. Kein Problem. Ich muss mich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt auch auf Trinken, auf Essen und alles achten muss. Das gibt's ja am Anfang noch gar nicht. So. Jetzt aber schön im Dunkeln werden wir uns zu unserem Kumpel begeben. Jetzt geht's. Wunderbar. Er speichert auch sofort ab. Wieder zurück zur Insel. Da gibt's ja schon 4 Inseln. Ich bin mal gespannt. Was ist das denn? Das ist ja voll der Dicke. Was willst du? Oh oh. What the fuck? Der ist explodiert. Ich fass es nicht. Ich bin kaputt. Ja, das kennen wir schon, ne? Dass die... Ihr Mist... Ey, passt mal gut auf, was ihr hier macht. Legt euch nicht mit mir an. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Schon wieder so ein Dicker. Ah! Jawohl, schön abgehauen da. Die explodieren aber ordentlich, wenn sie angeschossen werden. Da holen wir uns alles schön zurück. Hat der auch was fallen lassen? Ja, Pfeile, die ich in ihn reingeschossen habe. Die kann man sich zurückholen. Das ist natürlich supi. Ja, komm, ihr beide habt keine Schnitte. Boah, schönes Ding. Schönes Ding. Haben wir sie schön in die Luft gesprengt. Ja, wir halten jetzt auch nicht mehr allzu viel aus und ich möchte gerne... Boah, erstmal hier hin. Hier kommt der nicht hin, das ist gut. Aber der Dicke kommt, oder was? Ups. Bleib geschmeidig, Dicker. So, jetzt... Ist hier noch was? Da liegt einer. Den hauen wir auch noch am Kopf. So. Jetzt ist aber mal Ruhe hier, ne? Schisser. Da ist das Boot. Ach, der Affe. Moment. Ich muss erst... Dem... Hier ist ein Affe. Dem helfen wir auf jeden Fall. Komm mal her. Ey. Sag mal. Jetzt aber gut hier. So, jetzt helfe ich dir. Hihihihihihihi. Ja. Coco finding great treasure. One treasure off, Coco? Big bag for Coco to get great treasure. Big bag with animal hide. Ach, der Blöde da. Redet mit uns. Ja, warte, hier. Ich hab doch einen, oder? Ja, klar habe ich einen. Hier. Habe ich doch schon gebaut. Bördelrohr. Ja, netter kleiner Affe. Gefällt mir. Jetzt gehen wir aber zu unserem Kumpel. Wir sind ganz schön angeschlagen, also... Das ist nicht nett. Vielleicht nehmen wir mal hier so eine bisschen Zeug. Bringt aber nur was gegen Hunger. So, Kumpel. Hey, I thought you were dead. You've gone so long.
Where were you? I was so worried you abandoned me. The boat is loaded with gas, but we can't leave yet. Andrew has the engine starter. I was foolish to let him carry it. But how was I to know he would let himself get bit? It's all my fault. And I'll never get out of here. Would you go back to him and get it? You are too kind to a broken man. But don't expect him to just give it to you. He might try to come with us. Best not to tell him we're leaving. Tell him, I don't know, tell him something that will make him give it to you. It's cruel, I know, but it must be done. Just go. Na, auf jeden Fall. Toll, jetzt müssen wir uns noch einen Anlasser besorgen. Das ist ja ganz... ganz schnuckelig. Da sind wir. Da gibt's Wasser und da oben kann man schlafen. Da würde ich auch gerne hin. Aber ich muss nach da unten erstmal. Ach du Kacke. Ich muss jetzt erstmal da... Ja. Ja, okay, wir gehen jetzt auf Tour. Das wird nicht sonderlich schön, aber... Wow, falscher Knopf. Haha. Nein, wir werden sterben auf dem Weg dorthin. Ich weiß gar nicht, ob wir richtig sind. Ja, wir gehen schlafen, würde ich sagen. Es ist sowieso tiefste Nacht. Nein, renn, Junge. Nein, wir sind tot. Das war so klar. Der Dicke. Ja, letzter Checkpoint ist ja da. Und wenn ich das richtig sehe, nein, wir sind immer noch angeschlagen. Schade. Mist aber auch. Hau ab. Hau ab. Hau ab. Boah, diese dicken Klöpse, die jetzt da sind, ey, die sind ätzend. Dann rennen wir erstmal weg und Zimmer, die schnellen, müssen wir erstmal umhauen. So. Auf jeden Fall unsere Pfeile holen wir uns wieder. Wo war der andere? Da. Ich glaube, da steckt auch noch was drin. Ne? Ja, klar. Hast du nicht auch noch einen Pfeil irgendwo drin stecken von uns, so Schweinepriester? Nee. So, zack. Axt in den Kopf. Hau dich durch die Wälder durch. Oh nein, nein. Unser Essen ist gerade abgehauen. Das ist deine Schuld. Wenn du so rumschreist. So, wo kann man schlafen? Da oben, alles klar. Oh nein. Diese Dicken, ey. Mit denen ist gar nicht gut Kirschen essen. So, hier sind wir halbwegs... Also zumindest in sichere Bahnen. Der ist auch gerannt. Aber das Haus ist schon mal sicher. Das ist auch nicht so schlecht. So, wir füllen jetzt noch schön unsere Trinkvorräte auf.
So, was mit dir? Weg. Jetzt muss ich mit so einem Zombie hier drinnen pennen, oder was? Igitt. Aber gut. Hier sind ja noch mehr Viecher. So, jetzt habe ich hier Ruhe. Jetzt werden wir schön ein Schläfchen tun hier. Und dann... Hallo? Ach so, ich kann ja nur schlafen, stimmt das, wenn ich auch müde bin? Oder geht das jetzt schon? Weil ich bin ja... ein bisschen müde. Ich bin nicht müde, sagt er mir. Das darf doch nicht wahr sein. Alles klar, wenn er nicht müde ist, dann... Aber hackst du dich hier noch ein bisschen durch. Wo sind wir jetzt? Wir sind da oben. Dann erkundschaften wir mal hier die Gegend. Geh mir aus der Sonne. Boah. Das ist natürlich auch sehr riskant hier. Halb tot. Ah, hier ist was drin vielleicht. Werkzeug. Werkzeug kann man immer gebrauchen. Wenn wir hier runter gehen, dann kommen wir ja gleich sogar da an, oder? Oh oh. Ah, Mist. Zu laut gewesen. Nein! Boah, der hat uns noch umgeschmissen. Aber zum Glück sind wir nicht draufgegangen. Das wäre aber gar nicht lustig. Boah, ich höre so... Oh, da ist echt noch so ein Dicker. Oh, hier liegt noch ein Stück. Nein! Uah! Boah, die habe ich ja gar nicht gesehen. So ein Mist. Unser Essen. Ja, trink mal was, dann ist wenigstens das Trinken weg. Oh, das ärgert mich jetzt. Verdammt. Moment, wo sind wir? Wir sind gleich bei dem Typ. Dann gehen wir erst noch dahin. Und dann... ruhen wir uns aus. Da ist er. Kumpel. Oh, it's you. Pretty much considered you dead. Did you find Ramon? So fucking cold around here. I'm so hungry. I could eat you if I could grab you. Relax, just fucking with you. Apart from coming to save me, what's new? You brought me food? What? The engine starter of the boat? Hey, that's my insurance. No deal. Wait. I changed my mind. You can have it. Boat's a wreck anyway. Bring me some food. No roots and shit. I need meat. Fresh meat. Understand? Alles klar, der will Fleisch haben. Der ist ja ein bisschen doof. Hier, ich mach dir schon mal Feuer an. Weil ich gehe jetzt eine Runde pennen. Und dann komme ich wieder mit Essen. Aber, Moment. Erstmal da wieder hocheiern. Ich glaube hier lang.
Wir sind auch ein bisschen... Jawohl, da habe ich ihn. Die Haut brauche ich nicht, aber... Obwohl doch, wenn es noch passt, dann nehme ich sie mit. Nee, ist voll. Wunderbar, wie ich das Vieh erledigt habe. Jetzt habe ich ja schon sein Essen quasi. Sein Frischfleisch. Jetzt gehen wir nämlich schlafen. Wir sind nämlich müde, angeschlagen, halb tot. Es wird höchste Eisenbahn, wie wir auch aussehen. Total blutig. Achso, erstmal zumachen hier bitte. Danke. Und jetzt können wir schlafen. Das ist schön. Und unsere Energie füllt sich. Aber nur ein bisschen. Hat er eigentlich jetzt abgespeichert, der Horst? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir haben geschlafen, jetzt sind die ganzen Zombies wieder da. Würde ich befürchten. Vielleicht auch nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier lang. Der kann auch schade, dass der immer nur so wirklich ein kleines bisschen nur sprinten kann und dann schon wieder aufhört. So, hier, dein Fleisch, Kumpel. You, where the fuck is my food? Well, thanks. A deal is a deal. Take your damn starter and leave me alone. Hey, be careful. I heard a big scream coming from the forest, like a giant beast. Scared the shit out of me. Und da haben wir unseren Anlasser. Und er speichert ab. Das heißt, wir können die Folge beenden. Es war ziemlich... Oh, wie er das Fleisch frisst. Ist ja ekelhaft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, Rinne hauen und auf Wiedersehen.